Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen Fleißarbeit betreiben hier am Hof. Zum einen Methan verkaufen, der Bäcker braucht Mehl. Dann müssen wir Milch am Kuhstall abzapfen, bevor der voll läuft. Leer läuft wäre witzig. Ja, verkaufen wir erstmal das Methan. Ja, und dann wird das hier die letzte Folge sein vorm großen Dezember-Januar-Verkauf. Der uns dann das Geld für die Schweinezucht einbringen soll. Ja, da bin ich auch nochmal gespannt. Gucken wir uns auch dann an, wenn wir ihn haben. Jetzt können wir eher noch nicht so viel sehen. Zumindest nicht, wie die Produktionen funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob der auch automatisch ausmistet. So wie die Rinderzucht. Hätte ja was. Aber wir schauen mal. So, Station 1. Ja, die Mehlproduktion ist zwar noch nicht durchgelaufen, aber es ist genug da, dass wir uns da 10 Säcke abholen können. Wo ist sie? Na, da. Ne, das sind fast 36 Säcke. Wir brauchen erstmal 10. Ja, dauert ein Momentchen hier. Dann gucken wir doch mal eben. Genau, springen wir erstmal in den Milchtanker. Fahren wir mit dem schon mal zum Hof. Bla. Ja, ansonsten November. Da passiert aktuell nicht viel. Wir haben alles auf den Feldern, was wir machen können. Die Wiesen, die schenke ich uns jetzt mal eben. Aber auch das ist ja nichts Neues. Gibt halt aktuell keinen Bedarf. Silage haben wir durch die Häckselaktion ist mehr als genug. Treu ist auch noch ausreichend da. Ja, und ich hätte ja gesagt, wenn der Stand bei den Schafen, das Ballenlager soweit fertig ist. So, was haben wir? 39.000, knapp 40.000 plus Umweltbonus 45.000. Das schmeckt. Ja, der bremst immer sehr stark rapide runter, wenn man vom Gas geht. Also das ist jetzt hier kein Ruckeln, sondern vom Gas gehst, dann meint man, man bremst. So, dann tankt du mal hier im Eimer voll. Dann können wir dich schon wieder retour fahren. Schade, hätte so abbiegen können.
Sehr gut. Ja, dann die BGA kurz noch ein bisschen befüllen. Liter mal 2, also 8000 sollten wir unter die 40.000 Füllung kommen. Das weiterarbeiten. Doch nicht ganz. Nein. Gut, einmal Motor aus. In die Richtung wollte ich nicht. Du hast die 7000 Liter hier raus. Wie weit ist eigentlich unser Käselager bestückt? Der ist voll und da fehlen noch 15. Ja, dann lassen wir es dabei bewenden. Können wir mal einmal hinschauen. Hier ist noch ausreichend vorhanden. Ziegenkäse läuft leer. Ja, da habe ich jetzt natürlich gerade jetzt nicht drauf geachtet, aber jetzt füllen wir den hier mal wieder auf. Ja, da kümmern wir uns jetzt aber eher um das Mehl, bevor der Bäcker wieder zumacht. Die Buttertrommel, die wollte ich eben, wenn wir eh schon hier am Luschern sind, die eben wieder in Gang bringen. Sehr schön. Ziegenkäse passt hier jetzt noch rein. 2, alles klar. Dann brauchen wir da keinen Stress mit, alles klar. So, einmal in den guten T3. Dann machen wir uns einmal zur Kornmühle. Okay, 100 ist hier jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. So, dann schnappen wir uns in 10 Stück.
So, sind da 10? Jawohl. Ich habe mich nicht verzählt, hervorragend. So, hallo Bäcker. Ich hab's hier mal Nachschub. Ja, 7 Brotkissen passen hier hin. 4. Ja, 4 macht er aus den Säcken. 2 stehen da. Können wir also erstmal außer Acht lassen. Das war nix. Na. Och, sag mal, Spiel. Was ist mit dem? Ist der gammelig? So, den noch. Der ziert sich. So, und das hier wieder in Betrieb nehmen. Wo bist du? Da bist du. Und dann nochmal zurück in die Käserei. Tisch freiräumen. Au. Entschuldigung.
Nee. Bin ihn hier losgeworden, oder? So, was hatte ich jetzt gesagt? Zwei Ziegenkäse gehen da hinten noch rein. Die haben wir auf dem Wagen. Jetzt haben wir den Rest hier. Schade. Der erste Stapel sah so gut aus. So, was wohnt hier noch nach? Boah, nix. Ist klar. Die Kuhmilch ist noch drin. Auch nichts mehr. Ziegenkäseproduktion läuft. Ich dachte, das wäre leer. Käse brauchen wir aber noch. Ziegenkäse nimmer. Ja gut, er ist nicht weg, aber ich kann ihn nicht mehr lagern. Gut, dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal darum, dass unser zweites Käseregal pünktlich zum Verkauf auch fertig wird. Ja, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich selbstverständlich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Jetzt habe ich die richtigen Tasten. Bis dahin.